Mädchen eigentlich mag, aber irgendwas stört, ganz unerhört. Ist es die Sonne oder die Luft, dass meine Wonne so schnell verpufft? Ich fühl mich heute wie ein Brot. Deine Arme sind so wie kurz. Ein Brot. Alles ist dir heute schwarz. Weil du rotig bist. Und du fühlst dich heute mieser, weil der Tag wird sicher fieser. Und vielleicht ja nicht nur dieser, denn auch morgen bist du wie ein Brot. 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 Gib mir ein M. M. Ein I. I. Ein S. S. Ein T. T. Mist. Mist. Ja. Chili, Chili, aber ist das nicht gefährlich? Nicht für ein Stuntschaf wie mich! Schaf, was soll dieser Krach am frühen Morgen? Wo bist du denn? Oh. Chili, Bernie, ist euch was passiert? Guten Morgen. Irgendetwas klingelt in meinem kastenförmigen Kopf. Ding, ding! Ah, Wecker zu früh gestellt. Hab noch 5 Minuten. Gute Nacht. Es muss sich etwas ändern. Nun, die Lösung ist tatsächlich recht einfach, nicht wahr? Da das Gewicht von Stuntschaf und Motorrad die Kraft sozusagen auf Seil und Haken potenziert, brauchen wir einen Kräfteausgleich, der die Belastung zum überwiegenden Teil in den Boden überträgt. Hm? Hm? Hä? Pfosten! Selber! Nein, ich meine, wir müssen einen Pfosten hier irgendwo installieren. Moment. Da. Aber wie sieht das denn aus, wenn da mitten im Garten ein Pfosten steht? Ich schließe mich den Worten meiner Vorrednerin an. Kommt überhaupt nicht in Frage. Aber Bandy, man könnte den Pfosten doch auch für andere Sachen nutzen. Zum Beispiel? Als irgendwas eben, wofür man im Garten eben noch so einen praktischen Pfosten gebrauchen kann. Und das wäre? Als Indianer-Marterpfahl? Mhm. Oh, wie praktisch. Wo ich doch so gerne Cowboy und Indianer spiele, oder was? Oder als Sonnenschirmständer. Aber da hinten steht doch schon... Psst. Oder als Aufhängung für deine Hängematte, Bernie. Als... Hm? Yippie! Ich besorge den Pfosten und du kümmerst dich um das Loch im Bodenbriegel. Du, wann hab ich denn Ja gesagt? Ich bin Halsfäller, mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeitswut. Meinem Loch UFO 3000 XL Pro ist das kleine Löchelchen für unseren Pfosten im Nu geschmettert. Ich habe geschmettert verstanden. Ganz recht. Geschmettert. Mit Hilfe von ultratiefen Schallwellen, wie bei einer Bassbox, erschmettert sich mein Lochophon Rums für Rums in das Erdreich. Ist das nicht unglaublich? Busch, unglaublich wäre es, wenn ihr statt diesem Loch-Orums einfach eine Schaufel verwenden würdet, wie alle anderen auch. Aber Bernie, bedenke den Spaß! Schon klar. Hey, keine Sorge. Dieses Baby ist völlig ungefährlich. Es sieht so unberechenbar aus. Ganz der Papa. Was soll das denn jetzt heißen? Nun schmeiß es schon an, dein Lochophon. Ich will den Pfosten aufstellen und den Seil wieder sparen. Ich bin schon dabei. So. Hm.
komisch. Vielleicht ist es hier. So schlimm? Sagen wir mal so, erwischen wir noch den Linienbus in den Nachbarort? Ach, ich Dummerle. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, Briegel, das ist tief genug. Was? Wie bitte? Briegel, stopp! Ja, ja, ach so. Du lieber Strauch! Ich wusste es! Tja, der Schalter ist natürlich an dem Gerät und das Gerät ist... verdammt weit da unten! Genau. Und um es auszuschalten, müssten wir da runter in dieses Loch, dieses kastenförmige... Nein. Ihr müsst es ausschalten. Das ist mir klar. Aber warum ich? Weil du der Einzige bist, der durch die Öffnung passt. Los, wir nehmen das Seil. Nenne mir einen Grund, warum ich das jetzt tun sollte. Nur einen. Weil in einer halben Stunde... weil in einer halben Stunde meine Mama vom Einkaufen zurückkommt. Und wenn sie das hier sieht... Deine Mama? Das ist ein Grund! Stimmt. Mist. Alles klar, kann losgehen! Nur für den Fall, dass meine Arme nicht zu kurz sind, um an den Schalter zu kommen. Wo finde ich den? Direkt an der Seite. Der rote Hebel. Einfach hochziehen. Ein kleiner Schritt für mich. Ein großer Sturz in ein tiefes Erdloch. Auch für mich. Schicksal, ich hasse dich. Mist. Mein Leben ist die Hölle. Ich hab das hier im Griff. Geh mal gucken, was auf der Straße passiert ist. Sicher? Ja, ja, ich mach das hier schon. Was zum Teufel haben die drei Bekloppten jetzt wieder? Und? Das war der Herr Budi. Ach so, na dann ist ja gut. Bernie? Bernie? Hörst du mich? Bernie? Ich kann ihn gar nicht mehr hören. Bernd? Hörst du mich? Ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Seil zu Ende! Woher wissen wir denn, dass er es geschafft hat? Naja, wenn's nicht mehr rumst, dann hat er es wohl geschafft. Es hat schon lange nicht mehr gerumst. Es hat schon lange nicht mehr gerumst, ja! Aha, yippie! Hochziehen, los! Dandy! Juhu! Du.
Was ist denn hier passiert? Ich fahre einfach so lang, ich wusste nicht, und dann fahre ich auch noch mal und bumm, und ich fahre dagegen, und dann ist die Taschenlampe kaputt. Da! Los, schnell, versteck dich! Machen wir jetzt den Pfosten fest? Bernie, du bist der Größte! Weg! Stellen Sie einfach alles in die Küche. Einfach abstellen, dann kommen Sie mal schleunigst her. Wollen wir doch mal sehen, was hier... Was geht denn hier vor? Wir spielen Cowboy und Indianer. Ja, genau. Ja, ja, das machen wir. Wuff, 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 wuff. Hey, 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 hey. Ach so. Verlassen Sie bitte sofort meinen Garten. Ich krieg dich wegen... Hey, 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 hallo? Es reicht jetzt. Hey, Schaf, Busch, wir sind weg. Nicht, dass es bei eurem albernen Regentanz noch anfängt zu...